Das könnt ihr mir hier drüben eigentlich alles einnehmen und das, was ich nicht mehr brauche, kann verkauft werden. Und kaum ist der Keeper besiegt, der gegnerische, hauen auch all seine Geschöpfe ab. Und ich kann mal meine ganzes Mana für Imps verballern. Schlafraum suchen. Achso, der will jetzt erstmal was zu essen. Na gut, das kann er haben, dann setzen wir ihn mal hier ab. Das können wir hier anfangen. Bestimmte Räumlichkeiten, die wir nicht brauchen. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Noch ein hungriger Teufler. Die Hühnerfarm lassen wir mal für Notfälle. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Ja, weil sie essen und dann ist das gut so. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Ihr erbeutet einen Trainingsraum. Euer Zauberspruch Beben wurde verbessert. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Eure Brücke wird angegriffen. Der Gegner erobert eure Brücke. Ihr erbeutet eine Bibliothek. Ihr erbeutet ein Portal. Ihr erbeutet ein Casino. Der Gegner erobert eure Brücke. Oh, ich habe so viel erbeutet und hier ist Kerker. Hier ist ein Haufen. Ihr erbeutet einen Schlafsaal. Ihr erbeutet eine Folterkammer. Da ist ein kleiner Schlafsaal, ein kleiner Trink. Also der hier hat ja echt nichts auf dem Kasten, der Gegner. Deswegen verkaufen wir mal auch eigentlich alle seine Räume. Oh, jetzt habe ich eigentlich nur noch zwei Da ist auch gleich schon sein Dungeon-Herz. Okay. Alle da einmarschieren. Alle da einmarschieren, ist mir egal, macht sein Dungeon-Herz tot. Da sind wir den los. Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Wirklich? Oh ja. Teufler schlagt sie tot. Muss ich das wohl selber in die Hand nehmen? Ein Schlag tot. Mein Teufler ist sehr mächtig. So, das Problem wäre gelöst. Gehört mir eigentlich schon das Portal hier oben? Ja. Es kommen immer mehr Salamander raus. Der Platz hier müsste eigentlich groß genug sein, um endlich mal ein gescheites Casino reinzubauen. Oh, so. Das ist ein schönes Casino. Das war bald mal ein Keeper. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Sehr schön. Drei sind weg, bleibt nur noch ein einziger. Ah, und das war einer meiner Trolle. Flagge weg. Haben wir Insassen? Nein, haben wir keine. Aber wir haben maximales Mana, also kann ich mal meine Imp-Zahl auf 12 erhöhen. Und mehr als genug Gold haben wir auch. Also erweitere ich mal doch mal meine Werkstatt ein bisschen.
erbeutet eine Hühnerfarm. Die kann gleich verkauft werden. Jetzt frage ich mich, wo der Weg zu diesem Portal ist. Das hätte ich nämlich auch gerne, dieses Portal. Kann ich hier durchgraben? Ja, hier ist ein Weg durch. Ah, ich werde hier ein bisschen ausgraben. Und einen zweiten Schlafraum. Und eine zweite kleine Trainingskammer anlegen. Für die zusätzlichen Kreaturen. Weil mein Schlafraum hier beherbergt nur 25 Betten maximal. Wie viele Kreaturen habe ich? Ich habe schon, glaube ich, eine mehr, als ich haben kann. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Dann geh essen. Das braucht ihr jetzt mal nicht ausgraben. Und hier könnt ihr das Ausgraben auch erstmal lassen. Macht jetzt mal das Gebiet hier etwas größer. Und dann würde ich vorschlagen, suchen wir uns das Dungeon-Herz des letzten Gegners. Machen ihn auch noch platt. Dann haben wir hier eigentlich... Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Haben wir es eigentlich soweit geschafft. Also wir haben nur noch ein Gegner. Der Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ihr erbeutet eine Brücke. Machen wir das mal. Die Schatzkammer ist... Ihr erbeutet eine Schatzkammer. Ja. Also ganz ehrlich, Geldprobleme haben wir keine mehr. Warum auch? Da ist das andere gegnerische Dungeon Herz gewesen. Das hat man ja im Vorspann schon gesehen, dass sich der Keeper hier zu dem hier durchgegraben hat und ihn wohl vernichtet hat. Also das war nur eine Frage der Zeit. Also, unser Score lautet, wir haben zwei Keeper besiegt. Eigentlich, da wir den Keeper schon besiegt haben, der den besiegt hat. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ihr erbeutet eine Brücke. Ja, wie man schon sieht, die Bettenzahl hier nimmt drastisch ab. Deswegen baue ich hier nochmal einen Schlafsaal, so... Euer Casino ist zu klein. Was? Ein Salamander wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ihr erbeutet eine Bibliothek. Hier drin kann er schlafen. Ihr erbeutet einen Trainingsraum. Da gibt's noch eine Brücke. Trainingsraum daneben. Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. So. Ihr erbeutet ein Casino. Ihr erbeutet eine Folterkammer. Es ist Zahltag. Dann holt euch Geld ab. Ihr erbeutet ein Portal. Warum ist der Troll unglücklich? Ihr erbeutet eine Werkstatt. Ihr erbeutet eine Brücke. Okay. Die Werkstatt brauchen wir nicht. Ein Troll ärgert sich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Das Problem beheben wir doch mal schnell. Jetzt weiß ich, warum er sich ärgert. Wenigstens etwas. Na dann hau ab. Braucht ich eh nicht. So. Undankbares Pack. Ein Troll hat euren Dungeon verlassen. Das soll er doch. Ich hätte ihn eigentlich in den Kerker sperren können. Die Folterkammer war besser als meine eigene, aber sei es drum. Ich habe eigentlich soweit alles, was ich benötige. Jetzt muss ich nur noch einen Weg zum Gegner finden. Aber wozu haben wir bösen Blick? Ich suche mir jetzt mal die Idealroute raus. Direkt zu seinem Dungeon-Herz.
Das ist ein Scherz, oder? Das ist echt ein Scherz. Hallo Dungeon Herz. Hallo Dungeon Herz. Eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ja, jetzt wo ich sie nicht mehr brauche. Ach stimmt ja, ich glaube Teufler bauen auch Sachen. Gut, da brauchen wir gar keine Trolle, wir haben ja was Effektiveres. So, das ist so mies. Alles hier absetzen. Angriff. Und wildes Heilgeklicke, ich werde hier irgendwas treffen. Ich glaube, so schnell kann der Gegner gar nicht reagieren. Ist auch gut so. Wir haben hier eine Armee bei dem drin stehen und der kann nichts dagegen machen. Seine Fallen, seine Abwehrmaßnahmen, alles für die Katz. Wir schlau genug waren. Können wir auch gleich mal die Flagge wegnehmen. Nein, dann laufen alle weg. Flagge bleibt da. Ihr habt einen gegnerischen Keeper besiegt. Und wir haben gewonnen. Mächtige Feinde triumphiert und nun herrscht ihr allein. Erholt euch und feiert schon. Gut, gucken wir uns noch an, wie Horny die Portalsteine holt. Also ehrlich gesagt, ich hätte das schwieriger erwartet. Wie schwer wäre dann normal gewesen? Ich hätte wahrscheinlich doch das Schwerste nehmen sollen. Obwohl, es gab ja gerade vorhin diese Zwickmühle, wo ich von zwei Seiten belagert wurde. Das wäre vielleicht noch etwas heftiger geworden. Aber gut, wir haben es geschafft. Mal sehen, was für neue Räume wir kriegen. Ein gut bestückter Friedhof kann Untote anlocken. Wey, Friedhof, das heißt Vampire. Juhu. Vier mächtige, starke Keeper, vernichtet in einer einzigen Schlacht. Die Nachricht von dieser vernichtenden Niederlage hat Schockwellen der Panik durch die gesamte Unterwelt geschickt. Euer schrecklicher Ruf füllt selbst die tapfersten Seelen mit unkontrollierbarem Terror. Ja, das ist schön zu hören, dass wir der mächtigste Keeper sind. Aber was ich mich gerade eher frage, nach diesem Zwischenvideo, ob sie es jemals schaffen, ein gescheites Foto hinzukriegen. Zuerst hat der Teufel sie alle mit Kampfgas ausgenockt und jetzt hat der Magier alle in Hühnchen verwandelt. Na gut. So, keinen Namen, das war jetzt Mission 11b. Und zurück zur Karte. Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten, Keeper. Reinhards und Nemesis kämpfen noch immer gegeneinander und ich bin mir nicht sicher, wie die Schlacht ausgehen wird. Keeper Malachi hat den armen Großfürsten Brabelsen besiegt, doch seine Anhänger verteidigen sich noch immer in der verzweifelten Hoffnung, es könnte noch Verstärkung eintreffen. Nun gut, das hier wäre jetzt dann Mission 12 und wie man sieht, ich kann wirklich nur Mission 11b wiederholen, also 11a und 11c müssen dann leider ausfallen. Aber ich denke, die Maps waren, glaube ich, die gleichen, nur die Startpositionen sind anders. Aber bevor wir uns jetzt mit Mission 12 beschäftigen, mache ich einen kurzen Cut. Also, bis dann.